What's up, people? Welcome back once again. I'm back again in another one for you guys. Not ready. We're back on another one from Ukraine again. No, sometimes not ready, guys. Let's just check it out. What they got for us. Not ready, guys. If you have anything for me to react to, guys, please don't forget to follow me on my Instagram, guys. Not ready to DM me. Share reaction 171. Not ready. Check my Instagram. The link is gonna be down in the description, guys. Come on, let's just pop in this show. Come on, let's go. Im Konflikt zwischen der Ukraine und Russland droht Moskau jetzt mit einem Militäreinsatz. Präsident Putin bekam vom Parlament die Ermächtigung, zusätzliche Truppen in das Nachbarland zu entsenden. Mehr verlang ich nicht. Ich erkläre euch den Konflikt aus einer anderen Sicht. Wir Ukrainer, wir wollten nie mit Russland Streit. Doch die Amis provozieren aus dem Hinterhalt. Politiker, die für alle Menschen reden. Es geht um Geld und Macht, uns geht's um Menschenleben. Russische Panzer, die in mein Land einfahren. Du siehst Tote vor dem Maidan. Leute werden eingesperrt, andere werden umgebracht. Bende Gott, leg die Hände über unser Land. Es geht um meine Familie, sie haben's nicht verdient. Sie wollen keinen Streit, sie wollen keinen Krieg. Doch die da oben haben eigene Absichten. Sie verwirren uns mit Nachrichten. Guck, was sie anrichten, guck, wie die Leute leiden. Scheiß auf eure Politik, lasst das Volk entscheiden. Russische Panzerwagen auf den Straßen der Krim heute Nacht. Die Situation eskaliert dramatisch. Dort spitzt sich die Lage vor allem auf der Halbinsel Krim zu. Ukraine wird mehrheitlich von Russen bewohnt. Neben der Hauptstadt Simferopol hat vor allem der Schwarzmeerhafen Sevastopol strategische Bedeutung als Stützpunkt der russischen Marine. Und sie reden nicht, sie schicken Militär. Ein Kampf zwischen Gut und Böse, aber wer's wer? Und ihr erkennt das nicht, wir sind uns einig. Scheiß auf die Amis, guck wie Putin unser Land verteidigt. Sie lügen in den Medien und ihr fällt drauf rein. Guck wie zwei Mächte unser Land aufteilen. Keine Politik, nein, das ist Schwachsinn. Und wegen diesem Schwachsinn sterben Jungs mit 18. Ihr macht die Leute kaputt, man sieht es in den Augen. Ihr könnt uns alles nehmen, aber niemals unseren Glauben. Wir wollen keinen Krieg, wir brauchen keinen Terz. Wir haben kein starkes Militär, aber ein starkes Herz. Ich bitte den Präsidenten Wladimir Putin um Hilfe beim Versuch, auf der Krim die Sicherheit sicherzustellen. Wladimir Putin forderte heute die Genehmigung, aus ukrainischen Staatsgebiet russische Truppen einzusetzen. Warum? Warum muss das alles sein? Oder ich weiß nicht. Sag mir nur eins, warum muss das alles sein? Ich kann gar nicht sagen, Mann. Warum? Wir wollen keinen Krieg, versteht das? Wir wollen einfach keinen Krieg. Ich wollte keinen Krieg, man. We don't want Krieg. We don't want Krieg. Mamma mia, mamma mia. Thank you so much for watching this video, guys. Get your brand out there. Forget.